Jo, da machen wir das jetzt mal mit ein bisschen unkonventioneller Art und Weise, aber ich muss das ja jetzt mit der Webcam quasi aufnehmen. Weil mich ja sämtliche Technik im Stich gelassen hat und irgendwie verarschen will. Keine Ahnung warum das so ist, aber es ist so. So, ich gebe mir jetzt mal kurz eben ein Stückchen Kohle ein. Heute sind zum Beispiel so Tage, da frage ich mich, warum ich überhaupt mit dem Rauchen aufgehört habe. Weil ich, um ehrlich zu sein, selten so dermaßen Agro-Pegel gekriegt habe, dass ich so einen Agro-Klaus gekriegt habe, dass ich so dermaßen ausgerastet bin und die Kamera vor die Wand geklopft habe. Aber gut, passiert halt hin und wieder mal. So, jetzt mal ein Stückchen trinken. Aber nun gut. Ja, so sieht's besser aus. Spiegelt sich jetzt vielleicht hin und wieder mal was im Fenster, aber geht soweit. Das ist auch vor allen Dingen die reale reale Licht ja, Stimmung. Tut mir leid, aber mir ist ein bisschen die Stimmung jetzt gerade in den Keller geraten. Weil ich darf nämlich da nächsten Monat eine neue Kamera leisten. Aber es wird definitiv eine vernünftige sein und wird keine Medion mehr sein. Also wenn ihr irgendwie mal auf die Idee kommt, Umwetter zu filmen, kauft euch um Gottes Willen keine von Medion. Medion taucht einen Scheiß. So, das muss mal raus. Keine Medium kaufen. Kauft euch eine von Sony oder sonst was. Das sind sowieso die besten Kameras, nicht von Medion. Aber so eine geile Stimmung auch gerade draußen, ist unglaublich. Also, es ist richtig dunkel, würde ich sagen. Alter Schwede! Ist das eine ultimative Oberwahnsinn, echt ey. Das sind so unendlich geile Blitze. Also, schade, dass ihr das nicht so ganz sehen könnt. So wie ich, weil ich jetzt mit der Kamera wirklich ortsgebunden bin und das ist wirklich scheiße, muss ich sagen. Also, ich tue mir heute ehrlich gesagt ein bisschen leid für euch, aber ich konnte mich dann nicht mehr im Zaun halten, das ging nicht mehr. Also, die Aggression, die ich da aufgebaut hatte, dadurch, dass ich das nicht löschen konnte, musste raus. Es hilft nichts. Das kannst du nicht mehr zurückhalten. Irgendwann ist ein Maß erreicht, da muss der Zorn raus. Das hilft alles nichts. Da muss der Ärger muss auch raus und so. Anders ist es auch nicht mehr gesund. Normalerweise schmeiße ich Laser, aber diesmal hat es halt die Kamera gestürzt. Diesmal, weil man so ein billig Ding brauchst du ja sowieso nicht großartig drauf zu achten. Naja, gut. Fahrt rum. Ich habe gerade so ein ganz mieses Gefühl. Doch. Ja, schade. Was willst du machen, wenn die Kamera aufgibt?
Ich mach mal etwas. Dann muss ich mal ganz kurz eben umbauen. Und danach geht die Aufnahme sofort weiter. Hoffe ich doch. Könnte doch sein. Weiß ich nicht. So, jetzt wird das mal eben finster das Bild. Wir sehen uns später. Ja, gut. Dann hat sich das ja erledigt. Irgendwie will es heute nicht klappen bei mir, habe ich das Gefühl. Ja, gerade ist hier ein bisschen Feuerwehr gefahren und so weiter und so fort, wie das Wetter. Ich nehme jetzt mit der Webcam Teil 2 auch sozusagen. Ja, soweit dürfte es durch sein, das Gewitter, Unwetter oder was auch immer. Doch, wenn ich so mal nach hinten schiede, also jetzt in Richtung Bahnhof gesehen, dahinter ist eine gesamte knallgrüne Masse. Also, das wird noch verflucht interessant, möchte ich behaupten. Schöne Dinger. Einer bemerkenswerter als der andere. Ich möchte nicht wissen, wie es abgelaufen ist bei den, wo das violette Zentrum drüber gefahren ist. Also drüber gelaufen ist. Da muss ja doch jemand irgendwo bei Banner gewesen sein. Vielleicht geht es nochmal kurz hier ein bisschen schauen. Ich lasse euch hier nochmal eine Runde stehen. Und ich hoffe, ich kriege noch ein paar schöne Bilder mit euch. Guckt da mal mit zu, um es zu sagen. Mit die Kamera. Man sieht sich. Eben kurz gucken. Jetzt die Aufnahme unterbricht, ne? Dann drehe ich durch beide. Ich möchte, dass ihr euch mal was angucken mit mir. Das da. Guck mal. Wir sind hier. Wir haben es überstanden, sozusagen. Ne? So, jetzt kommt hier ein Haken-Echo rein. Und dann dreht es sich.
Das heißt, über Fellbad oder Heiligenhaus hier ist die Wahrscheinlichkeit eines Tornados doch verflucht groß. Wir haben da gerade mal so ein bisschen Glück gehabt. So, und so sieht das aktuelle halt Warnbild aus. Also schon der übelste Shit ever. Also was hier abläuft. Das ist stellenweise richtig heftig. Ich werde auch gleich mal gucken gehen, was da draußen noch so los ist. Keine Ahnung, ich werde noch mal ein bisschen gucken. Auf jeden Fall wird es nämlich da hinten richtig rapide grün. Also, das heißt, wir könnten noch Pech haben, dass es noch heute hagelt. Also ich habe mir da so ein bisschen, mache ich mir da so ein paar Sorgen. Ich stelle jetzt wieder mal hier hin. So, und guck da mal so ein bisschen. Ab in den Himmel hier. So. Ich glaube, da steht die Kamera drauf. Scheiß. Also selten so ein aktives Gewitter gesehen und ist schon Hammer. Also der Himmel ist immer noch so dunkel. Wir haben jetzt exakt 21 Uhr und 59 Minuten. Manchmal sollte man sich echt Wutausbrüche mal erlauben.
versucht, diese beschissenen Daten darunter zu löschen und so weiter, die unnützen. Aber ging einfach nicht. Diese Kamera hat sich nicht mehr löschen lassen. Und dann ist sie dauernd abgestürzt und eingefroren und was weiß ich nicht was. Also, ich würde sagen, da hatte die Software schon ganz gewalt weg an der Kamera. Und gut, dann werde ich mir jetzt dann nächsten Monat halt eine neue holen müssen. Oder übel. Dann wird es aber eine Markenkamera und keine Low-Bob-Kamera von Medion mehr. Also definitiv wird es keine Medion mehr werden. Medion habe ich abgestempelt, endgültig. Medion ist der einzige Hersteller, der es nicht gerafft kriegt, irgendwelche vernünftige offenen super Kameras abzuliefern. Und vorhin scheinbar noch Kameras abliefert ohne Touchscreen. Das ist schon, alleine das ist schon nicht mehr machbar und tragbar. Zieht jetzt langsam vorbei. Da wird es nicht mehr allzu viel tun. Zumal wenn es Richtung 22 Uhr ist. Es ist jetzt 22 Uhr und 3 Minuten. Sie ist gerade. Sind nur noch ein paar einzelne Blitze zu sehen, so in Richtung Rollrad. So diese grobe Richtung, die Richtung mäßig gesehen. Ansonsten nur noch so schwarzer Himmel halt. Ja, obwohl schwarzer Himmel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Also es ist so ein Mix zwischen schwarz und grün. Also mittlerweile. Und das ist ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Weil so war es nämlich auch schon 2008. Kann ich übrigens nur mal empfehlen. 19. Mai war es ja, 19.05.2008. Guckt einfach mal auf meinem Channel, findet ihr da die Aufnahmen. Sind vom Ton her richtig scheiße, weil ich die damals noch vor einer Kamera sozusagen ja, über TV-Karte raus habe und dazu ziehen die Bilder. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das nicht mehr so toll ist. Nächstes Mal muss das dann halt mit Videograbber oder sollte man das mit Videograbber machen, wenn man alte Bilder runterziehen will von einer Kamera und so. Oh, Freunde der Nacht. Ich glaube, den habe ich voll drauf, ey. Geil. Ich hab Hippie in den Augen, ey. Nicht abgekühlt. Wenn es jetzt abgekühlt wäre, wäre die Energie raus aus der ganzen Nummer. Aber es ist kein bisschen abgekühlt. Wir sind vielleicht jetzt von 38 Grad, vielleicht jetzt sag ich mal auf ja, 35 Grad sein. Wenn es da überhaupt waren, die 38 Grad, die angesagt waren. Naja. Ich kann es ja nicht messen, ich habe ja kein Thermometer. Muss ich mir noch holen. Zugegeben. ja. Übernächsten Monat, weil nächsten Monat ist meine Kamera dran. Da muss ich mir mal die Kamera leisten. Eine vernünftige. Der wird jetzt wieder noch ein Stück weit windiger. Rollen wir richtig tief. Muss man sagen. Also es könnte sein, dass er jetzt noch eine neue Ausbildung.
du hinterherkommst direkt. Es zieht noch immer Richtung Wörtschabösen Richtung. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da noch sehr, sehr im Zweifel. Ich gehe mal kurz eben. Ich gehe mal kurz eben vorne nochmal gucken. Ganz viele Stresser für Backen. Ja. Das hab ich jetzt voll geflasht, ey. Aber im voll, weil ich bin jetzt schon 16 Minuten dabei. gut, das wird mehr Partgewitter wohl werden. Nichtsdestotrotz, da hinten kommt eine richtig grüne Mauer. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Aber nun gut, ich unterbreche jetzt mal ganz kurz eben und starte schon sofort die neue. Bis später! So, willkommen zurück, sag ich jetzt mal, beim nächsten Part zu diesem hammerharten Unwetter. Wie schon im letzten Part noch angesprochen, da hinten kommt eine richtig fette grüne Wand. Es kommt jetzt auch nochmal eine noch heftigere Wall gerade rein. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, glaube ich. Aber ich versuche es euch mal trotzdem zu zeigen, so ein bisschen. So, wenn man jetzt in diese Richtung guckt, gucken wir mal, Loch ist da. So in diese Richtung ungefähr wird es wohl was werden. Da kommt gerade noch die nächste Wall rein. Ich stelle jetzt ganz einfach mal die Kamera hier hin, richte die nochmal ein bisschen aus, mal gucken, was da rauskommt. Habe ich ja sowieso gesagt, dass ich ein bisschen zu viel rumzitter. Dann wird euch das ja richtig gefallen hier. Ich werde aber noch mal ganz kurz eben auf die Unwetterzentrale drauf gucken und auf das Niederschlagswetter, was da noch so angesagt ist. Weil, ehrlich gesagt, denke ich noch nicht, dass das noch alles, dass das schon alles war. Weil, wie gesagt, da hinten kommt noch was ganz Dickes und das wird richtig böse. Da bin ich fest von überzeugt, dass da noch was Ordentliches hinterherkommt. Weil das war noch nicht alles. Da ist noch so viel Energie drin in der ganzen Sache. Und da hinten ist es so komisch grün, hellgrün, so. Was man noch sehen kann. Also das ist, gefällt mir nicht. Bei weitem nicht. Gucken wir doch mal eben nach. Ich lese dann auch gleich mal noch ein paar Meldungen durch. So, Niederschlagsradar eben kurz aktualisieren. Ey, das ist hier so lame, das Ganze geworden. Das ist unglaublich. Warte mal, ich muss mal eben einige schließen hier.
Also jetzt kriegt Bielefeld ganz ordentlich was ab und Dortmund, also da ist jetzt aktuell das übelste Zentrum, Freunde. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts gesagt habe, ein bisschen geschrieben im befreundeten Soundchaser. Niederschleißradar scheint down zu sein, oder? Wow, das war ein netter Blitz. Okay. Sehe ich nicht. Ja, wo ist denn da jetzt Kerken drunter unter dem weißen Ding? Hallo. Solltest du nicht durchsichtig sein für gewöhnlich? Ey, das Niederschlagsradar ist so fertig. Also derzeit gibt es jede Menge Potenzial für Neuauslösungen und es bereitet sich schon eins wieder in Frankreich vor, was reinkommen wird, zwangsläufig irgendwann. Also das sieht sehr böse aus derzeit, also sehr viele Echos, sehr heftig. Also derzeit ist fast unkontrollierbar irgendwie was zu sagen oder sonst was. Also ist derzeit richtig böse, muss ich sagen. Also die Wetterlage habe ich so noch nicht gesehen in der Form. Jetzt wird es nochmal wieder richtig dunkel. Ihr habt es jetzt gerade gemerkt, wie diese andere Walze jetzt so gefahren ist über den Himmel. Seitdem ist es richtig finster. Ich gehe jetzt nochmal gleich vorne gucken, weil ich da ein bisschen Richtung Tankstelle gucken kann. Ja, zuverlässige Daten kriegt man jetzt nicht mehr. Dafür sind derzeit jetzt wirklich die Dinger zu extrem, die Echos. Also was da oben los ist, das kann man sich fast mit dem logischen Menschenverstand fast nicht mehr vorstellen. Also da geht sozusagen gerade eben wirklich der Luzifer ab da oben. Da sind so viele Echos, dass du selbst nicht mehr durch die Map gucken kannst da. Schon heftig, was da kommt noch, beziehungsweise was da unterwegs ist. In Frankreich ist das nächste Zentrum unterwegs, setzt sich sozusagen gerade im Marsch Richtung zu uns. Dieses Gewitter jetzt hier, was jetzt noch aktuell noch unterwegs ist, bringt jetzt noch ein bisschen wärmere Luft mit. Dementsprechend wird es noch ein bisschen schwüler und die Schwüle nimmt zu. Oh Mann, was war denn jetzt los hier? Jetzt geht gerade richtig alles los hier. So, versuche jetzt mal ein bisschen umzustellen. Ihr könntet einen langen Part gefasst machen. Hier geht gerade echt so was von die Welt unter, das ist unglaublich. Und dazu langanhaltend, unglaublich. Also was wir jetzt die ganze Zeit an Gewitter nicht hatten, über einen ganz langen Zeitraum, kriegen wir jetzt in einem zusammengefasst. Ja, unglaublich. Ja, ich gehe jetzt nochmal kurz eben schnell vorne gucken. Wie gesagt, also von Bielefeld bis Dortmund ist gerade ein ganz knallviolettes Zentrum. Aber was quatsche ich denn so viel? Ich zeige es euch. So, dann lasst euch mal mitnehmen von mir hier. So sieht es aktuell das Warnbild aus, der aktuelle. Und hier so die Echos, ihr seht es gerade, es ist nichts mehr zu machen. Du kriegst kein klares Signal mehr, weil da oben so viele Echos unterwegs sind. Du siehst nicht mal mehr, auf welcher Karte das ist. Und in der großen Ansicht sieht es jetzt gerade aktuell so aus. Hier bereitet sich gerade schon mal ein neues Zentrum vor, was hier in die Richtung unterwegs ist. Ihr seht es gerade hier, da zieht es gerade so Richtung Deutschland rein. Das heißt, das werden wir auch abkriegen.
Und bei der Zentrale halt, wie gesagt, diese Warnsituation und das ist schon der ultimative Oberburner, was da noch abgeht. So, ich werde jetzt einfach mal ganz kurz eben noch mal vorne gehen. Ich mache jetzt mal eben kurz die Kamera hier drin, die Webcam. Und werde mal eben kurz gucken gehen. Ich hoffe, da sind noch ein paar geile Blitze einfach im Kaffern. Danke euch. Lass mal kurz gucken gehen hier. Freunde, das ist noch lange nicht vorbei. Also, da hinten sieht es nicht gut aus, um es deutlich zu sagen. Ich kann es euch leider jetzt überhaupt nicht mehr zeigen derzeit, weil mein Handy ist voll. Ich muss mir von meinem Vater einen Kartenlaser holen für die Karte von der Cam. Und ich weiß nicht, wie viel ich schneiden und stückeln muss, damit das Video, was ich jetzt gerade hier mit der Webcam drehe, noch andersweise zu rechtfertigen ist. Also, ihr seht, es ist jede Menge Parts, die da kommen. Also, unglaublich. Aber ich würde wahrscheinlich richtig schneiden müssen. Aber richtig. Da muss ich wirklich ein Best-of von machen, glaube ich. Ansonsten erschlagt ihr mich. Keine Sau mehr, so ein 13-Stunden-Video oder ich weiß nicht, wie viel Material ich jetzt gesammelt habe. Das wird schon ein Traum, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie gesagt, also derzeit richtig ordentlich in Neuauslösen so in Richtung Frankreich halt unterwegs. Also das wird der Oberwahnsinn. Echt lustig. Ich kann mal kurz hier vorne gucken. Steckt in den Dingen hier. Und ich hoffe, bei allem, was mir lieb ist, dass das nicht zu schweren Unglücken geführt hat. Also das würde mir wirklich nicht gefallen. Ich hoffe nur, dass es leichte Schäden gibt. Also, dass es nur leichte Schäden gibt, nicht dieses Bild an. Aber deshalb muss ich sagen, glaube ich das eher nicht. Ich glaube schon, dass es durch dieses Gewitter hier mächtige Schäden geben wird.
zwar fanatisch, was das angeht, aber ich denke auch noch so auf die menschliche Basis gesehen möchte ich eigentlich keine Unwetter haben. Hört sich bescheuert an für einen Unwetter-Fan, aber ist so. Weil ich das einfach auf die menschliche Schiene sehe. Als Unwetter-Fan selber, ohne dass ich jetzt an das Menschliche denken würde, würde ich jetzt sagen, ja, gib's mir hart, so nach dem Motto. Ne? Also, je schlimmer, desto besser, aber ich denke ja dann immer noch an das Menschliche. Weil das sollte man ja nicht, sag ich jetzt mal, vergessen an der ganzen Sache. Denn stellenweise jetzt wirklich schwere Schicksale, auch bei uns hier im Ort, gibt es ja jetzt wohl ein ziemlich übles Schicksal. Weil ich meine, so Feuerwehr, Krankenwagen kommen jetzt nicht gerade ohne, dass da jetzt eventuell irgendwas gewesen ist. Blitze sind jetzt eher mal keine mehr da, sehe ich, vermerke ich jetzt. Also es kommen jetzt wirklich gar keine Blitze mehr runter. Derzeit. Zumindest nicht mehr so häufig. Da ist schon mal richtig runtergekommen. Der unglaubliche Oberwahnsinn. Wird jetzt auch wieder stürmisch. So, aber hier unterbreche ich dann jetzt endlich mal. Letztendlich. Weil ich denke mir, es ist jetzt mal so langsam, aber sicher doch ein bisschen sehr genug. Ich warte jetzt noch auf, was da jetzt noch kommt. Der Dinge, die da kommen, warte ich jetzt mal ab. Fürwahr. Und dann mal gucken, was dann noch so kommt bei dem Grün, wenn das Grüne da ist. Da bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, abgekühlt hat es nicht die Bohne, würde ich sagen. Bin mittlerweile sogar wieder getrocknet. Aber sonst denke ich mal, machen wir jetzt hier mal Feierabend. Fürs Erste. Gucken, vielleicht kommt ja noch was. So. Huch, ich hab das gerade nicht draußen. Ja, dann sag ich jetzt mal bis später oder bis zu einem nächsten Unwetter. Bis dann. Und ciao, over and up. Und nun wirklich over and out.